gekommen sind, um zusammen mit den afrikanischen Musikerinnen und Musikern zu feiern. Das ist eine große Gelegenheit für unsere jungen Musiker und Musikerinnen hier, mit den schweizerischen Musikern die Bühne zu teilen. Und das zeigt, was Musik in der Kultur, in der Zivilisation zusammenbringen kann. Vielen Dank, dass Sie sich so wunderbar befreundet haben und eine Partnerschaft aufgebaut haben. Since today wir feiern hier Musik. Wir möchten auch ein Gespräch über die universelle Sprache der Musik führen. Deshalb verliere ich wenig Worte, nur ein paar wenige zur Einführung über unser Orchester, unser Engagement und dieses wunderbare Frauenorchester aus Afghanistan. Wir haben 2010 die Gründung gehabt, und zwar haben wir verschiedene Ziele gehabt, nämlich die Entwicklung und die Förderung von musikalischen Talenten, die musikalischen Rechte der Kinder zu fördern, Meinungsausdruck über Musik zu fördern, dann Förderung der benachteiligten Klasse aus der afghanischen Gesellschaft, Waisenkinder, Straßenkinder, und vor allem wollten wir Mädchen und Frauen aus Afghanistan durch Musik und Bildung befähigen. Natürlich wissen wir, wie stark die Musik ist und sein kann in der Wiedervereinigung von Afghanistan. Zur Schaffung eines Dialogs zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen in Afghanistan. Wir haben ein wunderbares Mosaik verschiedener Ethnien hier vertreten in dem Orchester. Wir haben als Mädchen aus Anustan, Faryab und aus anderen entfernten Regionen und Provinzen. Und mit dem Orchester können Sie sich gegenseitig respektieren. Sie können unabhängig von Ihrem ethnischen Hintergrund miteinander kommunizieren, in Friede und Harmonie zusammenleben, als eine Nation. Wir engagieren uns für die Befähigung von Mädchen. Das ist die letzte Initiative von unserer Schule, aber die Mädchen sind in anderen Orchestern vertreten, in kleineren und größeren Orchestern. Viele spielen im Jugendorchester Afghanistan, das in den USA auf Tour war und auch ein Solokonzert gespielt hat in der Carnegie Hall. Das ist jetzt der erste öffentliche Auftritt dieser mutigen jungen Mädchen hier in Davos aufzutreten. Ich danke den Gastgebern, dass sie uns eingeladen haben. Und Sie sehen hier nur Mädchen, die traditionelle Instrumente und westliche klassische Instrumente spielen. Das Repertoire besteht aus westlicher und afghanischer Musik. Selbst wenn wir westliche klassische Musik spielen, ist es immer ein neues Arrangement mit traditionellen afghanischen Instrumenten. Ob es Vivaldi, Bach oder Beethoven ist, es ist immer ein neues Arrangement. Aber diesmal haben wir nur afghanische Musik ausgewählt, um Sie vertraut zu machen mit der Schönheit der afghanischen Musik. Ich möchte nicht weiter sprechen, sondern das Mikrofon an Marshall Haman geben. Es geht hier um einen Schweizer, und es ist schön, dass Sie hier sind und uns helfen mit dem Programm. Sie wird hier dieses Konzert einleiten, und zum Schluss werden wir auch noch eine Diskussion haben. Wir möchten Sie bitten, Fragen zu stellen zur Schule, zur Musik Afghanistan und zu diesem wunderbaren Orchester, das hier die Schönheit der Musik mit Ihnen teilt. Und damit, Marshall Arman, bitte auf die Bühne. Na, guten Tag. Danke, Dr. Samast. Ich möchte
einführend etwas zu diesem heutigen Ereignis sagen? Sie wissen bestimmt, dass die afghanische Musikszene unter dem Krieg und Exil und der Unterdrückung der Taliban gelitten. Die Musik wurde unterdrückt, ganz allgemein, die Kultur, die Kunst. Diese Jahre der Verwerfung haben Tribut gezollt, Frauen haben gelitten und auch die Beziehung zwischen Männern und Frauen im sozialen Gefüge hat gelitten. Musiker, Musik und auch musikalische Ausbildung. Hier haben wir Dr. Massawas gehabt, der 2005 dieses Orchester, das Nationale Institut für Musik 2010, gegründet. Das ist ein innovatives, bahnbrechendes Projekt. Es wird unterstützt durch das Bildungsministerium und fördert musikalische Bildung in diesem zerstörten Land. Mehr als 65 junge, mutige Frauen sind im Institut in Kabul eingeschrieben und unabhängig von ihrem ethnischen und sozialen Hintergrund. Das Problem ist, dass diese Schule oft Ziel ist von Extremisten. Sie müssen immer wieder Hindernisse überwinden, soziale Hindernisse, um ihre Träume umzusetzen. Mehr als 30 dieser jungen Frauen aus diesem Institut sind heute hier in Davos. Sie sind die erste Generation junger Frauen, die klassische westliche Musik studiert haben und afghanische Musik in ihrem Heimatland nach mehr als 30 Jahren Krieg. Diese Musikerinnen sind zwischen 14 und 20 Jahre alt und sie spielen heute mit den jungen Musikern des Orchestre College von Genf. Wir danken dem Bildungsministerium von Genf und Philippe Genve, seinen Kulturbeauftragten, für diesen einzigartigen kulturellen Austausch. Es ist ein bewunderswertes Projekt. Es bringt Hoffnung für die Zukunft der Frauen, für die Gesellschaft und fördert die afghanische Kultur und das afghanische kulturelle Erbe. Das ist die erste internationale Tournee dieses Orchesters und die erste Zusammenarbeit mit dem Orchestre College de Genève. Bitte begrüßen Sie diese jungen Musikerinnen und Musiker des Afghans Women Orchestra and Orchestre College de Genève.
played it's a popular song from Afghanistan called Arghawan, which can be translated into English Navanda. It's the name of the flower. And the piece was composed by Ustad Muhammad Umar, a well-known. Should I go through? Soll ich nochmal beginnen? Das erste Stück hieß Arghawan von einem zeitgenössischen Komponisten. Und das zweite Stück haben wir von diesen beiden Solistinnen gehört, an der Sitar. Das ist ein klassisches Stück der afghanischen Musik, basierend auf der gleichen Tradition, die wir in Indien haben, die nordindische klassische Musik. Jetzt geht es weiter. Es ist für mich eine wunderbare Gelegenheit, als Rektor des Instituts der nationalen afghanischen Musik, Sarifah Hadib, einzuladen. Sie ist eine der Dirigentinnen dieses Orchesters und wir freuen uns, dass sie hier in der Schweiz zum ersten Mal auftritt und wir haben dann eine kleine Tournee in Deutschland. Sie ist die eine von zwei Dirigentinnen in Afghanistan aus der Provinz Ghazni und sie spielt Viola und sie arbeitet am der Dirigentenkunst unter der Führung von Mr. Bishop. Sarifah, das Orchester steht bereit.
Die beiden wunderbaren Lieder hießen Sakina, ist ein Mädchenname, ist ein Liebeslied gewesen. Und das zweite Lied, das Negia Karabat dirigiert hat, ist ein romantisches Lied gewesen, das vor allem im östlichen und südlichen Teil von Afghanistan gespielt wird. Nun möchte ich auf die Bühne einladen, die erste Dirigentin Afghanistans, welche mit sehr viel Mut beschlossen hat, das afghanische Jugendorchester Zora zu führen, das erste Frauenorchester Afghanistans. Negina Kolwak, eine wunderbare Musikerin, eine wunderbare junge Frau. Sie hat den Weg geebnet für andere Dirigentinnen in Afghanistan. Negin, bitte, die Bühne und das Orchester sind bereit für Sie. Thank you.
Thank you very much. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Und bevor wir auf Ihre Fragen eingehen, möchte ich auf die Bühne auch Herrn Kevin Wische bitten, den Leiter für Orchesterstudien im Afghanistanischen Institut, der eine wichtige Rolle gespielt hat. Bitte. Und ich möchte diese Gelegenheit auch ergreifen, um unsere Dankbarkeit gegenüber dem World Economic Forum zum Ausdruck bringen, dass es möglich gemacht hat, dass wir hier auftreten. Ohne diese Zusage hätte dieser Auftritt nicht stattfinden dürfen. Vielen Dank, Nico und Ihrem Team, dass Sie so viel Energie aufgewandt haben für dieses Projekt. Dann möchte ich auch allen danken von der Fakultät, die hier sind und die unsere Studentinnen vorbereitet und ausgebildet haben. Vielen Dank an die Fakultätsmitglieder. Und ich bedanke mich bei unserem Partner, den wunderbaren Musikern des College de Musique aus Genf, für ihr Mittun. Vielen Dank. Wir kommen gleich auf Ihre Fragen. Wir haben noch ein paar Fragen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Ihre Fragen. Aber zuerst haben wir noch 5 bis 7 Minuten Zeit. Gibt es keine Fragen? Oder doch? Hi, I'm Shariha. Ich bin Shariha aus Malaysia. Und ich gratuliere Ihnen für das, was Sie bewerkstelligt haben und für Ihren Mut, dass Sie die Musik Afghanistans durch die Welt führen. Was haben Sie vor in dieser Hinsicht? Möchten Sie noch mehr tun für die Frauen, die Musik spielen wollen in Afghanistan? Und wie wollen Sie weltweit Ihre Möglichkeiten nutzen, um über die Frauenrechte zu sprechen? Also die Anzahl der Frauen, die Sie hier sehen, sind nicht alle, die wir momentan unterrichten. Wir haben insgesamt über 200 Studenten und Studentinnen in Ausbildung, die zusammen Musik machen in Afghanistan. Wir planen aber auch, wenn die politische Situation es ermöglicht und natürlich auch die finanziellen Mittel da sind, eine Zweigstelle zu eröffnen, Zweigstellen in anderen Provinzen Afghanistans. Das Nationale Musikinstitut Afghanistans ist momentan in anderen Provinzen nicht präsent, aber wir haben verschiedene Möglichkeiten, die es uns ermöglichen, die talentiertesten Musiker und Musikerinnen auch aus entfernten Orten zu unserer Schule zu bringen. Nun, was die Nutzung der Plattform betrifft, da sind wir natürlich offen, auf der Welt herumzureisen und die positive Botschaft aus Afghanistan über gemeinsame Auftritte und durch Musik auch in einen kulturellen Dialog mit der internationalen Gemeinschaft zu überführen. Hi, sorry. So it's great. Wunderbar, was Sie für Pläne haben für den Ausbau Ihres Programms. Und ich möchte Sie fragen, was können wir als Mitglieder der internationalen Gemeinschaft tun, um Sie zu unterstützen? Vielen Dank für diese großartige und generöse Frage. Unser Institut ist ja natürlich durch ministerielle Unterstützung so weit gekommen. Aber die internationale Gemeinschaft, die Spendergemeinschaft spielen auch eine ganz wichtige Rolle, was die Entwicklung und den Ausbau der Musikschule und unseres Programms betrifft. Sie können in verschiedener Weise einen Beitrag leisten. Natürlich zum Beispiel
Musiker schicken, die unterrichten in Afghanistan oder Stipendien bereitstellen für höhere Ausbildung in Musik, was es noch nicht gibt in Afghanistan, oder finanzielle Unterstützung für den Ausbau und den Erhalt des Programms. Das heißen wir natürlich sehr willkommen. Such an amazing. Ja, eine großartige Gelegenheit, dass wir Sie hören können. Haben Sie die Gelegenheit, auch in Afghanistan herumzureisen und aufzutreten, oder sind Sie auf Ihre Region beschränkt? Dieses Orchester ist neu und es ist die erste internationale Tournee, aber es hat in Kabul mehrere Konzerte gegeben und in den letzten 2 Jahren, seit es dieses Orchester gibt, haben wir noch keine Gelegenheit gehabt, durch das Land zu reisen, aber wenigstens in Nachbarländern. Einige Studentinnen und Studentinnen sind in Nachbarländern aufgetreten, aber wir sind ziemlich bekannt in Kabul, vor allem auch durch die lokalen Fernsehstationen. Und es gibt sehr viele öffentliche Auftritte bisher. Thank you very much. Ja, dann vielen Dank noch einmal, dass Sie gekommen sind. Ich bedanke mich für Ihre sehr freundliche Aufnahme dieser jungen Musikerinnen und Musiker. Und ich bedanke allen Partnern, die diesen Auftritt möglich gemacht haben. Vielen Dank.